Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf diesem Kanal bzw. dieser Playlist, wo es ja rund um die Themen Herrendüfte gehen soll. Und solltest du neu auf diesem Kanal sein und dir gefällt, was du siehst, dann würde ich mich natürlich über ein Abo von dir freuen. Möchtest du natürlich auf dem aktuellsten Stand sein, aktiviere gleich unten die Glocke und somit wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ja, und heute präsentiere ich euch einen Duft, den ich in der Community gefunden habe. Er wird wahrscheinlich nicht mehr produziert. Ihr werdet ihn eigentlich, also ich habe ihn in einer normalen Parfümerie nicht mehr gefunden. Ihr müsst ihn übers Internet bestellen und da ist er eigentlich noch zahlreich vorhanden. Es war eine Empfehlung. Beziehungsweise habe ich von diesem Duft relativ viel Positives gehört und er soll auch stark in die Richtung von einem etwas höherpreisigen Duft gehen, obwohl er vorher schon auf dem Markt war. Und zwar ist die Rede heute von Montblanc Individuel. Montblanc Individuel ist auf den Markt gekommen 2003, das heißt, schon viele, viele Jahre hat dieser Duft sich schon auf dem Markt etabliert und wie gesagt, er wird auch relativ gut bewertet. Der Parfümeur hier ist Pierre Bourdon, der diesen Duft kreiert hat. So, gehen wir mal, bevor wir auf die Duftpyramide kommen, etwas näher auf den Flakon ein. Wir haben hier erstmal eine schöne silberne Verpackung und so sieht der Flakon aus. Wir haben hier einen, ja, ich muss sagen, relativ schmale Flasche, dafür eine recht hohe und breite, sieht fast aus wie eine Karre, wie Instagram zum Beispiel, und einen schönen, relativ massiven Deckel. Dieser sitzt auch relativ stark drauf, hat auch ein schönes Gewicht, also hier ist nicht unbedingt nur Plastik verwendet worden, denn der Ring scheint wirklich aus Metall zu sein. Das üblich bekannte Montblanc Logo und hier einfach der Sprühkopf. Der Sprühkopf ist übrigens wirklich sehr angenehm. Aus meiner Sicht sprüht er eine ordentliche und ausreichende Menge an diesem Parfüm, an diesem Duft heraus. Natürlich seht ihr es vielleicht schon, diese Flasche ist sehr, sehr anfällig für Fingerabdrücke. Sie ist transparent mit dem kleinen Logo hier oben, beziehungsweise den Namen hier unten. Und was ich immer gut finde, vielleicht sieht man es, dass der Sprühkopf, der quasi die Kanüle in der Ecke unten liegt, dass man auch bis zum letzten Schuss alles rausbekommen kann. Ja, wonach riecht jetzt dieser Duft? Es ist ein frischer Duft, er belebt euch, er ist ja fast schon etwas, ja, nicht duschgelmäßig, aber out of the shower Duft, ideal für den Frühling, für den Sommer und das in allen Gelegenheiten. Ihr könnt ihn im Büro tragen, in der Schule tragen, tja, an der Kasse tragen, als Verkäufer tragen, auf dem Bau tragen, egal was ihr macht, dieser Duft ist wirklich nicht in eine spezielle Schiene zu richten, sondern ist ein frischer Kick für eure Sinne. Unter anderem finden wir hier Bergamotte, Lavendel, Minze. Also ihr seht schon, aber ich blende euch ja natürlich wieder die Duftpyramide bzw. die Noten hier oben ein, damit ich sie nicht erst von oben nach unten runterrasseln muss. Durch die Inhaltsstoffe könnt ihr euch natürlich schon vorstellen, wie dieser Duft riechen soll. Und wenn wir das jetzt mal hier aufsprühen, er ist frisch, er ist leicht süßlich. Ich muss jetzt nochmal. Frisch, süßlich, er kickt etwas, ja, ich muss sagen, würzig, beziehungsweise sticht es ganz kurz in der Nase jetzt, wo ich es einfach so trocken rieche. Aber das vergeht schnell wieder. Und ich muss sagen,
Er projiziert ganz ordentlich, zumindest nehme ich ihn wahr, aber nicht allzu lang. Meines Empfindens nach, also dass ich ihn wirklich spürbar wahrnehme, so 2, 3, 4 Stunden vielleicht, danach flacht er doch ganz schön ab und ich muss vielleicht noch ein weiteres Mal sprühen. Allerdings, wenn ich mich konzentriere und so ein bisschen gegen den Wind oder mir die Luft nochmal vom Hals oder wo ich es mir auftrage, zufächere, dann nehme ich diesen Duft auch noch wahr. Wir haben hier die, ich muss nochmal ganz kurz gucken, die 75 Milliliter Variante. Und die ist wirklich ausreichend bzw. sehr ergiebig. Ich habe hier kaum was rausgenommen und habe diesen Duft jetzt schon. Ja, ich trage ihn nicht täglich, weil ich gerne mal wechsle, aber also hier komme ich locker 2, 3 Jahre, würde ich jetzt mal behaupten, damit aus. Kommt natürlich immer darauf an, wie eure Sprühroutine ist, wie viel ihr auftragt, wie oft ihr es auftragt. Also, und im Vergleich zu denen soll 2 Jahre später ist der Creed Original Santal auf den Markt gekommen und dieser soll eigentlich genauso riechen wie der Mont Blanc individuell. Allerdings muss ich sagen, den Original Santal habe ich mir leider nur einmal auf einem Sprühstreifen auftragen lassen und der riecht doch noch etwas anders bzw. intensiver und also meines Erachtens nach etwas langanhaltender. Er projiziert und er performt natürlich etwas besser. Auf den Streifen konnte ich ihn auch Tage, vielleicht sogar eine Woche später noch ganz wunderbar wahrnehmen. Hier aber für den Preis von rund, was habe ich bezahlt? Ich glaube, das war knapp über 30 Euro. Macht ihr auch nichts falsch, wenn ihr einen ordentlichen, charakterstarken, frischen, leicht süßlichen Duft haben wollt, fahrt ihr mit Mont Blanc individuell nicht verkehrt. Also, wenn ihr mal die Möglichkeit habt oder einfach mal so wie ich einen ja, Blindkauf tätigen wollt, wo ihr wisst, in welche Richtung es geht, aber euch dennoch etwas überraschen wollt, kann ich euch diesen eigentlich empfehlen. Also mein Duft für heute war der Mont Blanc individuell. Natürlich bedanke ich mich auch heute wieder bei euch fürs Einschalten und freue mich, euch das nächste Mal wieder auf dieser Playlist oder diesem Kanal begrüßen zu dürfen. Bis dahin, beste Grüße, euer TK.